Haus tot. Okay. Also, Projekt K.I.T.T.Y.C.A.M. Wer daraus geschlossen hat, dass es irgendwas mit Katzen zu tun hat, könnte recht haben. Oder auch nicht. Eigentlich heißt Projekt KittyCam, Kitten Investigation Tracker Tool, Your Carefree Artificial Machine. Und es ist verdammt schwierig, ein Wort mit Y zu finden im Englischen. Weil da gibt es irgendwie 5 davon. Your, yet, yonder oder nur 3? Okay, also. Huh? Yeti. 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 Neuer Einsatzzweck, wir brauchen Schneeketten. Ja. Okay, also, ihr kennt ja das Problem. Irgendwann kommt man heim und plötzlich liegen diese kleinen süßen Dinger bei einem daheim rum. Und als... Ja, und die sind ja echt süß anzuschauen. Vor allem können sie erstmal gar nichts. Weder gucken, noch hören, noch rumkrabbeln. Das heißt, der geneigte Nerd hat eigentlich ziemlich wenig Arbeit, einen Livestream ins Netz zu stellen. Man stellt eine Kamera auf oder zwei und streamt es dann einfach ins Netz, weil die Kleinen kommen ja hinten eh nicht raus. Das heißt, selbst wenn sie rumkrabbeln, aus dem Nest können sie nicht raus. Das heißt, man muss nur das Nest abdecken mit der Kamera, um momentan über 2000 Leute glücklich zu machen mit einem Livestream von Kätzchen. 50? Wie, wo gibt's den? Du, ich dachte, du folgst mir bei Twitter Followerin Nummer 1000. Ja. Dann solltest du meine Tweets auch lesen. Den haben wir hier auch schon live an der großen Wand. Echt? Ja. j.mp/tindracam und j.mp/tindra-2. Das sind die beiden Streams. Oder man geht zu Ustream und sucht nach Tindra. Tindra kommt übrigens aus dem IKEA-Katalog, ist schwedisch für Glitzern, Funkeln. Also falls irgendjemand, das passiert mir nämlich seit dem Livestream dauernd, in IKEA geht und sieht, oh, eine Kerze mit Tindra und schickt mir ein Foto, habe ich schon gesehen. Da kommt der Name. Okay, aber zurück zu den Kätzchen und der Kätzchenkamera. Also, Grundsituation, man hat kleine Kätzchen, die liegen in der Ecke rum, man richtet eine Kamera drauf und dann hat man die Katzen und kann vom Arbeiten bequem die Katzen angucken. Problem, die kleinen Katzen brauchen ungefähr 2 Wochen, bis sie so aussehen. Symbolbild. Das heißt, sie werden sehr schnell sehr groß und wenn sie sehr schnell sehr groß werden, sieht die Wohnung nicht mehr so aus, sondern nach ungefähr 5 Minuten der Abwesenheit so. Sollte eure Wohnung so aussehen, könnte es natürlich auch sein, dass ihr Katzen habt, ohne es zu wissen, weil in dem Chaos wird man Katzen ja eh nicht finden. Deswegen haben wir jetzt ein Problem, weil wenn die Katzen aus ihrer Ecke rauskommen, kann man sie nicht mehr im Internet angucken. Das heißt, man müsste sich beim Arbeiten aufs Arbeiten statt auf die Webcam konzentrieren. Das ist ein Problem und dafür brauchen wir eine Lösung. Und die gibt's. Das ist auch nur ein Symbolbild, aber verdeutlicht schon ziemlich gut, was die Idee ist. Man nimmt einfach viele kleine billige Komponenten, haut die irgendwie zusammen, sodass man ein übers Internet steuerbares Webcam-Teil mit ohne Maschinenkanone, je nachdem wie böse die Kätzchen sind, hat. Und das kann man dann ja sozusagen als Ersatz benutzen, weil dann kann man wenigstens in der Wohnung in Abwesenheit rumfahren und sich angucken, was gibt es denn so alles. Hängen die Kätzchen in den Vorhängen? Wenn ja, wie viele Vorhänge sind noch da? Und so weiter und so fort. Also, wir haben eine Idee, sowas zu bauen. Und dafür brauchen wir Mitstreiter. Warum? Weil es geht. Und weil es nichts Gescheites gibt. Ich habe mir mal so ein nettes Teil gekauft von Rovi, keine Ahnung, wie es hieß. Ich habe es zurückgeschickt, weil ungefähr bei diesen Lichtverhältnissen her war das Bild auf der Kamera schwarz. Dann hat sich natürlich die Möglichkeit ergeben, man könnte jetzt die Kamera austauschen, aber bei so einem proprietären Teil die Kamera austauschen ist ja auch irgendwie blöd, dann geht es kaputt, dann kann man es nicht zurückschicken, also habe ich gleich zurückgeschickt. Deswegen, wenn ich sowas selbst baue, gibt es 2 Dinge. Erstens preiswert, zweitens erweiterbar. Das heißt, man nimmt möglichst Standardkomponenten, haut die irgendwie zusammen und zwar so, dass andere Leute auch noch weiter mit basteln können. Und deswegen haben wir schon mal grob ein paar Ideen zusammengetragen und sind zu dem Entschluss gekommen, könnte klappen. Und zwar,
Es gibt diesen Raspberry Pi. Den könnte man sozusagen als Herzstück nehmen. Da kann man auch schon standardmäßig viel draufpacken. Und alles, was man nicht draufpacken kann, kann man irgendwie dran friemeln. Alles, was man nicht dran friemeln kann, kann man über USB anschließen. Zum Beispiel eine Webcam mit Mikro. Da hat man schon mal viel abgehakt. Wenn man dann noch so, so eine I.O.-Platine anschließt, dann könnte man auch Motoren ansteuern, die das Mikro und die Kamera drehen. Unabhängig vom Fahrwerk, da muss man nicht viel rumfahren. Und man kann auch LEDs anschalten, weil da muss man nur Strom draufgeben und dann leuchten die grob. Und dann ist es hell. Und hell ist gut für Kamera, aber schlecht für Katzen. Übrigens haben wir vorhin rausgefunden, dass anscheinend Katzeninfrarotlicht nichts ausmacht, weswegen man auch eine Infrarotnachtkamera aufbauen könnte, weil den Katzen einfach der Rotrezeptor fehlt. Ist uns nur so vorhin gerade spontan eingefallen. Falls es jemand widerlegen kann, dann bitte bevor ich meine Nachtkamera für den Stream aufbaue. Danke. So, also, wir haben den Raspberry Pi. Der muss einfach nur auf ein Fahrgestell drauf, mit Motoren, damit man die Kamera drehen kann. Dann am besten noch USB-WLAN, damit man kein Kabel hat, was die Katzen anfressen können. Und man braucht noch Akkus und ja, das war es dann im Großen und Ganzen schon. Und da es ja erweiterbar sein soll, auf eine Dokumentation, sodass ihr dann auch noch die Schneeketten für den Yeti oder, was hatten wir vorher noch, den Bewegungssensor. Bewegungssensoren könnte man auch anschließen. Also man könnte mit dem Teil ganz schön viel machen. Man muss nicht unbedingt Katzen beobachten. Aber man hat auf jeden Fall im Idealfall ein Teil, das rumfährt, das man über das Internet steuern kann, mit dem man es sieht und mit dem man auch was zurückgeben kann. Lautsprecher können wir zum Beispiel auch dran schließen. Ja. Der Status momentan ist, wir hatten die Idee. Und ich habe eine Präsentation gemacht und ich stehe hier vorne. Das war's. So im Großen und Ganzen, was es von dem Projekt bisher gibt. Falls jemand Lust hat, mitzumachen, meldet euch. Katzenknuddeln ist nicht übrigens Hauptbestandteil des Projektes. Okay. Noch schnell diese Folie, weil wir haben eine... Bitte? Natürlich müssen wir es testen, aber es ist nicht Hauptbestandteil. Aber wir müssen es unbedingt testen, da hast du recht. Genau. Ganz kurz, falls jemand gerade aus diesem Internet dazu guckt, hallo Internet, und der Zeitpunkt der Aufnahme mit dem Zeitpunkt meiner Anwesenheit irgendwie differenziert, also falls im Nachhinein uns jemand kontaktieren möchte, E-Mail-Adresse. Ja, und was ich meinen Studenten auch immer sage, man braucht unbedingt Quellenangaben. Die Bilder sind aus Internet und der Unfug kommt aus Hirn. So, okay, das war es erstmal so von der Grundidee her. Für Fragen oder Ideen oder Mitstreiter sind wir offen. Dankeschön. Ja, meinst du, dass die Kamera dann ständig bedient werden muss? Oder kann das nicht mit Bewegungssensoren gemacht werden? Die Idee hatten wir vorhin mit den Bewegungssensoren. Theoretisch würde es ja funktionieren, wenn du die Kamera sozusagen in die Richtung drehst, eine Bewegung ist. Meistens machen so Automatismen wenig Sinn, weil in der Wohnung ist ein Fenster, da fliegt eine Wolke vorbei, dann ist das auch irgendwie wieder Bewegung, dann dreht sich die Kamera wild rum. Also man sollte es schon eher steuern können. Also geht es nicht darum, dass ständig die Katzen beobachtet werden, sondern dass du zum Beispiel mal irgendwann mittags sagst, ich guck mal nach den Katzen, dann gehst du auf die Seite und dann siehst du die Katzen nicht, dann steuerst du die Kamera manuell und dann siehst du diese. Genau, also praktisch so wie hier. Du siehst keine Katzen und weil die Katzen eben gerade woanders sind, hast du noch vorwärts, runter, links, rechts, ganz grob und dann drehst du entweder den Rover oder die Kamera in die Richtung, wo die Katzen sind oder fährst einfach mal durch die Wohnung, um zu finden, wo die Katzen gerade sich aufhalten oder was sie gerade... Kein Fahrbar ausmachen, sondern wir könnten so Gelenke machen, dann Rover und Katzen. Soweit ich in meinem Unverstand mitbekommen habe, sind so Laufroboter schwieriger zu bauen als Fahrroboter. Ich lasse mich da auch gerne eines Besseren überzeugen. Das bedeuten würde, wenn einer einen Laufroboter hinkriegen würde, wäre das noch viel cooler. Aber bei mir gibt es zum Beispiel keine Treppen, über die müssten. Also in meinem Fall würde es ausscheiden, aber es wäre schon cool. Und wenn es geht, wenn jemand eine Idee hat, aber erstmal die,
die Stromversorgung könnte vielleicht noch ein Problem sein, weil je nachdem, was für ein Chassis man irgendwie kriegt und wie stark die Motoren Strom fressen, dann könnte vielleicht der Raspberry Pi nicht mehr genug Strom kriegen, dann steht er irgendwo mittendrin und wird von drei kleinen Katzenbabys zerlegt, anstatt sich in seinen Rückzugsplatz zurückziehen zu können. Horrorszenarien. Ja, also eher fahren erstmal. Noch Fragen? Eine mobile Kamera, die aus dem Internet in deiner Wohnung rumfährt. Du kennst das mit diesem Post-Privacy? Nichts, was ein schwarzer Eimer lesen kann. Erstens das und zweitens klebt an meiner Tür tatsächlich schon ein Aufkleber. Achtung, in diesem Raum wird ein Livestream ins Internet gesendet. Und glaub mir, 5 Minuten nachdem ich ihn hingeklebt habe, sind alle Leute reingelaufen, haben wir gesagt, oh, die Katzen. Selbst alle Leute wie ich, die wissen, dass da eine Live-Übertragung ist, es vergisst man sofort. Und außerdem, man muss es ja nicht, also Internet ist ja, das ist ja irgendwie wie was mit Computern oder was mit Medien. Da ist es ja so, dass man auch sagen könnte, es ist nur im Netzwerk erreichbar und man muss erstmal ins Netzwerk reinkommen über VPN oder sonst wie. Das minimiert die Risiken schon mal. Die Premium-Zugänge sind dann preiswert zu erstehen. Schreibst du mit? Ja, aber prinzipiell ja. Wie das mit Steuerung. Ja. Okay, also falls... einen Mitstreiter haben wir schon. Generisches Maskulinum, eine Mitstreiterin. Falls sich noch mehr finden, fänden wir es toll. Und vielleicht kriegt man da ja irgend sowas realisiert. Okay, Dankeschön.